letztes Jahr an einer Studienreise in Israel teilzunehmen und dass ich dort durch Jerusalem gelaufen bin und mich erinnert habe an manche Geschichten, die ich in der Bibel gelesen habe. Dann habe ich auch manches neuen Blick bekommen. Und als wir mit Jürgen mal darüber sprachen, dann sagte er, magst du nicht mal eine dieser Geschichten hier vortragen? Und so kommt es, dass ich jetzt hier stehe. Und als ich darüber nachgedacht habe, welchen Titel ich dieser Geschichten gebe, dann bin ich halt auf dieses Wort gekommen, ihr seid, oder wir sind unnütze Knechte. Und zwar springen wir mal ins Neue Testament, im Evangelium, das uns Lukas schreibt, gibt es in dem 17. Kapitel so ein paar verstörende Geschichten, Geschichten, wo bei uns eigentlich mehr Fragen entstehen als Antworten, was da ist. So, das heißt, da spricht Jesus mit seinen Jüngern und er sagt dann zum Beispiel solche Dinge, wenn jemand an dir sündigt, dann musst du ihm vergeben. Und wenn er siebenmal an dir sündigt und siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal am Tag zu dir kommt und sagt, vergib mir, dann sollst du ihm vergeben. Ja, und wir denken, okay, wie kann ich etwas vergeben, von dem ich weiß, dass er das doch schon gleich wieder tun wird? Oder dann sagen die Jünger zu ihm, sagen, Herr, stärk uns den Glauben. Und er sagt zu ihm, ja, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, ist ein Tucken größer als ein Mohnkorn, dann sagt ihr zu diesem Berg, reiß dich aus, wirf dich ins Meer und der Berg wird es tun. So, ich weiß nicht, ob das für euch eine Glaubensstärkung ist. Sagt er solche Dinge. Und dann kommt so eine Geschichte, er sagt schon, wenn jetzt ein Herr einen Sklaven hat und dieser Sklave hat den ganzen Tag auf dem Feld geackert und müde kommt er dann nach Hause, was sagt dann der Herr zu ihm? Sagt er zu ihm, pass auf, mein guter Knecht, du bist müde, setz dich hin und iss, beruhig und mach ihm was zu essen. Er sagt nein. Wenn der Knecht nach Hause kommt, dann sagt der Herr zu ihm, hör zu, mach mir jetzt noch mal schnell was zu essen und wenn ich satt bin, dann kannst du essen und trinken und kannst dich ausruhen. Und dann sagt er so, auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und auch das ist etwas verstörend in unserem heutigen Blick. Also wenn ich alles getan habe, was mir befohlen ist, dann kann ich doch nicht sagen, dass ich unnütz war. Ja, wenn ich den ganzen Tag alles gegeben habe und mit dem bestmöglichen Ergebnis nach Hause komme, dann kann ich doch nicht sagen, dass ich unnütz war, dass ich nutzlos war. Ich muss nur sagen, okay, ich war nützlich. Guck, das habe ich geschafft. Aber Jesus sagt, unsere Einstellung muss sein, dass wir mit all dem kommen und sagen, wir sind unnütze Knechte. Das ist für uns schwer zu verstehen. Und eine Möglichkeit, Dinge, die für uns schwer zu verstehen sind, zu verstehen, ist einen Blickwinkel zu wechseln. Und ich möchte heute mitnehmen auf eine Reise, wo wir einen anderen Blick auf die ganze Geschichte bekommen und uns klar wird, was Jesus hier sagt und wie wir das zu verstehen und in unserem täglichen Leben anzuwenden. Und dazu springen wir mal 2700 Jahre in der Geschichte zurück. So, und wir schmeißen die Zeitmaschine an, die läuft schon. Und solange die läuft, ist die Frage, wie steht eigentlich so ein Geschichtsunterricht? Wenn ihr euch an die Schule erinnert, hat das Spaß gemacht oder nicht? Wenn ich so manchmal unsere Kinder höre und selber durch die Schule, das ist ja bei mir zwar schon einige Jahre her, aber ich kann mich da lebhaft daran erinnern, dann bestand Geschichtsunterricht irgendwie daraus, Zahlen zu merken. Ne, zu wissen, okay, in welchem Jahr hat die Französische Revolution stattgefunden. Und dann muss man sich da die Zahlen merken, ich habe die vergessen. Und ich halte das auch für Humbug. Das macht gar keinen Sinn, sich solche Zahlen zu merken. Wir müssen uns so verstehen, okay, was war grob vor der Französischen Revolution, was ist grob danach gewesen. Das reicht in der Regel, um das, was Geschichte uns lehren will, zu verstehen. Ja, so, und das, für mich ist Geschichte eins der Lieblingsfächer. Ich liebe Geschichte, weil Geschichte ist nicht irgendwie zu sagen, ja, da war die Reformation,
da war der hundertjährige Krieg, da war das Dritte Reich. So, das sind nicht so große Dinge, sondern Geschichte der Menschheit sind eigentlich Geschichten, die Menschen erlebt haben. Und wenn wir auf die Ebene reinzoomen, wenn wir uns anschauen, was für Geschichten haben Leute erlebt, dann verstehen wir die große Geschichte. Und dann haben diese Geschichte und diese Geschichten uns etwas zu sagen. Und wir wollen heute eine Geschichte anschauen. Vielleicht können wir da die nächste Folie einblenden. Genau, oh, wir sind in der Zeit ein bisschen vertan. Wir sind ungefähr 3000 Jahre zurückgeflogen. Das ist Jahr 1000 vor Christus. Und wir sehen hier Jerusalem zur Zeit Davids. Das ist nicht schlimm, weil da können wir noch einiges lernen. Jerusalem zur Zeit Davids, wir müssen uns Jerusalem vorstellen, die Stadt liegt auf so einem Bergrücken. Ja, wir haben so zwei Täler an den Seiten. Und hier oben, strategisch gar nicht mal so schlecht, ist Jerusalem aufgebaut. Hat eine einzige Schwachstelle, nämlich aus dem Norden. Da kann man die Stadt eingreifen. Die Stadt ist auch, wenn sie eingenommen wurde, immer aus dem Norden eingenommen worden. Aus dem Sechstagekrieg. Das sind die Juden, die vom Westen eingekommen. So, und so liegt die Stadt auf dem Berg. So, und wir sehen hier, ich hoffe, das passt mit meinem Laserpointer hier. So, wir sehen hier die Stadt oben auf dem Rücken. Dieses Tal hier ist das Kidron-Tal. Wenn wir das Neue Testament gelesen haben, dann taucht das ein paar Mal vor. So, der Blick, wir stehen, wir sind hier auf dem Ölberg gelandet und schauen uns die Stadt an. Hier gibt es so ein großes, prominentes Gebäude. Das ist der Palast von David. David hat die Stadt eingenommen. So, diese Stadt gehörte den Jebusitern, war im Gebiet des Stammes Judas, ist aber nicht eingenommen worden. Und erst lange Jahre, nachdem dort schon die Juden gelebt haben, ist dann David gekommen, als David König wurde, ist er hin, hat die Stadt erobert. Und so ist diese Stadt eigentlich nicht zu dem Stamm Juda gerechnet worden, sondern ist immer Davids Stadt genannt worden. Und bis heute redet man immer noch von der Davids Stadt, weil diese Stadt gehörte dann dem David und seinen den Generationen, die nach ihm gekommen sind. Und wie gesagt, er baute sich hier einen Palast. Das, was wir hier noch sehen, ist ein komischer Vorbau. Ja, das heißt, hier ist die Stadtmauer. So, und an der Stadtmauer ist hier so ein Vorbau. Dieser Vorbau hat folgende Bedeutung. Und zwar liegt direkt unterhalb der Stadt gibt es eine Quelle, die Gihon-Quelle. Die sprudelte damals vor 3000 Jahren und witzigerweise sprudelt die heute immer noch. Da kommt immer noch Wasser raus. Und diese Quelle hat einen Ausfluss gehabt, der war außerhalb der Stadt. Und David hat dann folgendes gemacht, er hat dann hier eine Mauer drum gebaut, hier so einen kleinen Becken angelegt, sodass das Wasser aus der Quelle sich in diesem Becken gesammelt hat. Und hier, geschützt von zwei hohen Mauern, konnten die Frauen, das war nämlich die Frauenarbeit, hingehen und das Wasser aus dem Teich schöpfen für die Versorgung der Stadt. Das war die einzige Wasserversorgung in der Stadt. So, das war so ein strategischer Schwachpunkt, muss man sagen eigentlich. Wenn man hier reinkommt und das Wasser vergiftet, dann ist natürlich alles schlecht. Deswegen hat er hier so einen Turm gebaut, um das alles zu beschützen. Und das Wasser, was aus dem Teich übergelaufen ist, das ist dann hier entlang geflossen. Hier gibt es so kleine Abflüsse und hat dann das Kidron-Tal bewässert. Und dort hat man dann Felder gehabt, Dinge angebaut und auch was zu essen gemacht für die Stadt. Das war die Stadt zur Zeit Davids. Und jetzt spulen wir mal 300 Jahre nach vorne. Und dann sind wir bei Hiskia, bei König Hiskia. Und dort sah die Stadt noch ungefähr gleich aus. Wir schauen uns mal gleich, wie die Stadt ausschaut. Aber die Geschichte, die wir heute zusammen anschauen wollen, ist eine Geschichte aus dem Leben von König Hiskia. So, und da lesen wir im, jetzt muss ich nochmal wieder spicken, 2. Könige, Kapitel 18, dass Hiskia König wird. Und zwar geht das so, im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. So bleiben wir erstmal hier stehen. Hier ist erstmal König von Israel, König von Juda. Jetzt müssen wir folgendes verstehen. Nachdem David König war, sein Nachfolger war König Salomo. Der weise Salomo, von dem wir wahrscheinlich auch viel gehört haben. Und der Sohn von Salomo, der Rehabeam, der hat so Dummheiten gemacht, als er König geworden ist. Und diese Dummheit hat ihm viel gekostet, nämlich die Spaltung des Reiches.
Ein Teil, ein großer Teil des Reichs ist von ihm abgefallen und gesagt, pass auf, wenn du König sein wirst, kannst du König sein. Wir suchen uns einen neuen König. Und die haben sich einen neuen König gesucht. Es gab einen kleinen Bürgerkrieg, aber im Grunde ist das damit so verlaufen. Also wir kennen das ja auch, ne? Bei uns war Deutschland nach Osten und Westen geteilt. Hier war das nach Norden und Süden geteilt. Das war das Nordreich, wurde ab dann immer Israel genannt. Und es gab das Südreich, kleiner. Das wurde Juda genannt. Obwohl das nicht nur Stamm Juda war, da waren noch ein paar andere Stämme dabei. Aber das Südreich war Juda. So, und jetzt im Nordreich war König Hoschea. Und als er 3 Jahre alt schon König war, dann ist der König Ahas im Südreich gestorben. Und sein Sohn Hiskia wurde König. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Schekarias. Er war 25 Jahre alt. Stell dir mal vor, unser neuer Bundeskanzler wäre 25 Jahre alt. Ja, also wenn wir heute 25-jährige Jungs anschauen, was die machen, die gehen zum Mediamarkt und kaufen sich eine Sony Playstation. Ne, und dann spielen die irgendwie Call of Duty. So. Hier ist ein 25-jähriger Mann, der wird König über ein Reich. Und er regierte 29 Jahre, wenn wir das mal fix zusammenzählen, dann ist er auch nicht wirklich alt geworden. 54. Und er hat eine interessante Geschichte, und das, was am Anfang häufig bei den Königen steht, hier ist noch seine Mutter erwähnt, das wird häufig bei den Königen erwähnt, ich möchte das mal überspringen, aber der nächste Vers, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Und das ist eine Auszeichnung, die wir bei den Königen Israels nie finden, Königin des Nordreichs und bei den Königen im Südreich selten finden. Ein König, der das tat, was dem Herrn wohlgefiel. Als er König wurde, gleich danach hat er angefangen aufzuräumen. Sein Vater war ein gottloser König. Er hat überall Götzen aufgebaut und es gab ganz viele Altäre, an denen man opfern konnte. Und man hat alle möglichen Götter, die man so in den Nachbarstaaten geopfert der Gottesdienst des wahren Gottes, dem David und Salomo gedient haben, der ist eingeschlafen, und in dem Tempel, den Salomo gebaut hat, war eigentlich nichts los. Und Hiskia geht los und sammelt die Priester und die Leviten. Das waren ein Volksstamm, dessen Aufgabe es war, im Tempel zu dienen. Stellt den Tempeldienst wieder her, stellt die Opfer wieder her, zerstört die Altäre von den fremden Göttern und ruft das Volk Israel auf und sagt, kommt, hier ist unser Gott, wir wollen ihm dienen. Er macht sogar Folgendes, er lädt Leute ein aus dem Nordreich, ja, schickt Boten hin und sagt, kommt, wir wollen zusammen Gott dienen. Er liest die Bibel und stellt fest, oh, Gott hat gesagt, wir sollen ein Fest feiern, das Passafest heißt. Und dann hat er auf den Kalender geguckt, und der Kalender war eigentlich schon, das Passafest kalendermäßig, da wo es stattfinden soll, das war schon vergangen. Und dann hat er gesagt, pass auf, aber ist egal, dass der Kalender nicht passt, lasst uns einfach mal an einem anderen Datum das Fest halten, so wie Gott es gesagt hat. Und dann haben sie das Fest gehalten, und er hat Leute eingeladen aus den anderen Stämmen. Viele haben ihn ausgelacht, haben gesagt, hör zu, was willst du da? Geh weg. Aber seine Menschen sind gekommen. So, und er hat versucht sozusagen so ein bisschen eine Versöhnung zwischen diesen beiden Reichen herzustellen. Irgendwie ein Verständnis, ja, nicht politisch, sondern zumindest religiös, irgendwie zueinander zu kommen und nicht da diese Trennungslinie zu halten. Und so tat er das, was dem Herrn wohlgefiel. Und vielleicht können wir das nächste Bild einblenden. Ungefähr in seinem 5. Jahr hat der König Hoschea, der im Nordreich regiert hatte,
Dummheiten gemacht. Und zwar hat sowohl Israel als auch Juda politisch gesehen zu dem Reich der Assyrer gehört. Assyrer war damals die Großmacht gewesen. Die haben so ungefähr von Indien bis nach Nordafrika, bis nach Ägypten regiert, bis in die Türkei, ne, wenn man sich die Karte so vorstellt. Die hatten alles unter Kontrolle. War ein starkes Volk. Ich glaube, so Leute, die Museen mögen, die werden solche Bilder gesehen haben von diesen Männern mit geflochtenen Bärten und geflochtenen Haaren. Das war damals Mode bei den Assyrern. War ein mächtiges kriegerisches Reich und die hatten alles unter Kontrolle. So. Und alle Staaten mussten einfach Tribut zahlen an die Könige von Assyrien, damit waren sie immer reicher geworden. Und so war Israel und Juda keine Ausnahme. Jetzt hat König Hoschea einen Aufstand geplant. Wollte mit Hilfe der Ägypter sich von den Assyrern losschlagen. Das haben die Assyrer rausgefunden und dann sind die nach Israel einmarschiert, haben eine Stadt nach der anderen zerstört, bis Samaria. Samaria war damals die Hauptstadt des Nordreiches. Samaria zerstört, den König Hoschea getötet, haben alle Leute, die dort gelebt haben, mitgenommen, woanders angesiedelt, das war so eine Politik von denen gewesen, und haben Leute von woanders hergebracht und in dem Nordreich angesiedelt. Das heißt, ungefähr 5 Jahre nachdem Hiskia König wurde im Südreich, gab es das Nordreich nicht mehr. Das Volk, das da gelebt hat, waren nicht mehr die Brüder, die Verwandten sozusagen von den Leuten aus dem Südreich, sondern waren ein ganz fremdes Volk. Das können wir in dem 17. Kapitel von 2. Könige lesen, die ganze Geschichte. Das habe ich jetzt so mal kurz zusammengefasst. Die Assyrer zerstören das Nordreich. Schauen wir mal jetzt das nächste Bild an. Hier ist Jerusalem zur Zeit Hiskias. Vielleicht hier sehen wir so eine kleine Ecke, das heißt, wir haben vorher von hier, vom Ölberg hier drauf geschaut und haben Jerusalem hier gesehen. Jetzt sind wir einen Tucken weiter höher und das hier ist die Davidstadt. Hier ist der Palast von David, ja? Das ist die Altstadt. So, dann haben wir hier nochmal so ein paar Gebäude und dann haben wir hier so ein riesiges Ding. Und das ist der Palast von Salomo, von dem König Salomo. Ne? König Salomo hat gesagt, okay, wir kleckern nicht, wir klotzen mal. Und dann baute der hier, also das ist der Palast von David, das schon riesig war im Vergleich zu alles dem, was da. Das hier ist der Palast von Salomo. Der hat gesagt, wir machen das mal richtig. Und wenn wir mal die Sprüche und vor allen Dingen den Predigerbuch von Salomo lesen, dann beschreibt er, wie er sein Lebenswerk da geschaffen hat, indem er Teiche angelegt hat und Gärten und alles schick und schön gemacht hat. So, das ist Salomo. Hier ist der Tempel. Ja, das ist der Tempel, den auch Salomo bauen durfte. David hat Gott gesagt, du darfst den Tempel nicht bauen. Das wird dein Sohn machen und Salomo baute den Tempel. Und das ist so auch hier, Hiskia baute hier den Gottesdienst wieder her. Der Tempel stand noch und Hiskia holte dann die Priester, die Leviten, hier stand dann der Altar und all diese Dinge und er baute den Tempel. So, wenn wir jetzt nochmal rauszoomen, auf der Seite war eigentlich, als Hiskia König war, alles frei. Und das, was wir hier sehen, ist ein Thema, das uns eigentlich in den letzten Jahren relativ präsent wurde. Und zwar ist das eine Flüchtlingssiedlung. Als nämlich das Nordreich zerstört wurde, sind die Leute natürlich geflohen. Also ich meine, das Thema Flüchtlinge ist nicht ein Thema des 21. Jahrhunderts, sondern ein Thema jedes Jahrhunderts, bis zu dem ersten. Ja, da wo Krieg war, sind die Leute geflohen. So, und als das Nordreich zerstört wurde, sind die Leute geflohen, in alle Himmelsrichtungen sind die geflohen. Und diejenigen, die zu dem Gott Israels sich hielten, die sind aus dem Nordreich nach Jerusalem gezogen und haben dann hier ihre Hütten aufgestellt und dann später ihre Häuser gebaut. Und haben dann, weil in Jerusalem nicht genug Platz war, außerhalb des Jerusalems sich angesiedelt. Und dann können wir die nächste Folie nochmal sehen. Genau, 2. Könige 18, also wir bleiben mal da bei den 2. Königen erstmal noch. Ich habe das schon überblättert. Dann ungefähr 10 Jahre später
Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle feste Städte Judas und nahm sie ein. So, es steht hier in der Bibel nirgends, zumindest habe ich es nicht gefunden, wörtlich, dass Hiskia auch aufgehört hat, die Tributzahlungen an die Assyrer zu zahlen. Keine Ahnung warum, ob die nicht genug Geld hatten oder was auch immer, wir wissen es nicht. Fakt ist, er hat aufgehört, die Tributzahlungen zu leisten und hat das Gold und das Silber, das sie zahlen müssten, nicht gezahlt. Und dann war Sanherib der König in Assyrien und Sanherib zog dann und hat dann angefangen, die Städte Judas, genauso wie er das mit dem Nordreich gemacht hat, mit dem Südreich zu machen, alle Städte einzunehmen, ja, entweder zu zerstören oder wenn die Stadt sich ergeben hat, die Stadt einfach anzunehmen, unter seine Kontrolle zu legen, unter seine Verwaltung zu legen. Und dann gehörte diese Stadt nicht mehr zu dem Reich Juda, sondern zu dem Reich Assyrien. Und genau, Sanherib zieht herauf und nimmt die Städte ein. Und Sanherib macht eine interessante Taktik. Also heute würden wir versuchen, irgendwie in die Hauptstadt zu gehen, die Hauptstadt einzunehmen, den König abzusetzen und dann wäre alles andere okay. Sanherib möchte aber hier ein Exempel statuieren, möchte allen Leuten zeigen, zu Freunde, ihr könnt das mit allen machen, aber nicht mit mir. Wer die Tributzahlungen nicht zahlt, den mache ich platt. So, und das heißt, er fängt an, Angst zu erzeugen in Jerusalem, indem er eine Stadt nach der anderen einnimmt, zerstört, bis im Grunde keine einzige Stadt übrig bleibt, außer Jerusalem. Und dann hinzugehen und Jerusalem einzunehmen, sozusagen Hiskia in seiner größten Angst und in seiner höchsten Unfähigkeit zu schlagen und damit ein Exempel zu statuieren und zu sagen und einfach in seinem ganzen Reich allen anderen zu zeigen, von mir fällt keiner ab, sondern ihr zahlt gehörig eure Tribute, damit ich es mir gut gehen lassen kann. Und Hiskia versteht das und schon während der König heraufzieht, fängt er an und rüstet sich gegen den König von Assyrien. Vielleicht die nächste Folie. Genau. Wir bleiben mal. Also Hiskia macht Folgendes. Wir hatten ja, ich habe das ja auf dem ersten Bild von Jerusalem, da war ja dieser Vorbau mit der Gihon-Quelle, ne? So, Hiskia findet diese Gihon-Quelle unter der Erde und gräbt einen Schacht 800 Meter lang, sodass das Wasser nicht mehr außerhalb der Stadt liegt, sondern innerhalb der Stadt einen Teich bildet. Einen Teich, der 700 Jahre besteht, sodass, wenn Jesus da war, gibt es ein paar Geschichten, die am Siloa-Teich stattfinden. Und das ist genau dieser Teich, in dem das Wasser dann aus der Gihon-Quelle fließt. Das heißt, das Wasser fließt nicht mehr nach draußen, sondern nach drinnen. Und wir finden das in dem Chronikbuch, 2. Chronik, Kapitel 32. Und zwar lese ich hier mal so einen längeren Abschnitt und dann schauen wir uns das nochmal dann auf der Karte an. Und das ist so das Ende des Abschnitts. Also, nach diesem Erweis der Treue kam Sanherib, der König von Assur, und zog heran gegen Juda und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Und als Hiskia sah, dass Sanherib heranzog zum Kampf gegen Jerusalem, beriet er sich mit seinen Obersten und Kriegshelden, ob man die Wasserquellen verstopfen sollte, die draußen vor der Stadt waren. Und sie halfen ihm. Und er versammelte sich viel Volk, und sie verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt, und sprachen, dass die Könige von Assur nur kein Wasser finden, wenn sie kommen. Ja, wir erinnern uns, die Gihon-Quelle, David hat da diesen Becken gebaut und wenn das Wasser überfloss aus dem Becken, hat das dann das Kidron-Tal mit Wasser versorgt. Er leitet das Wasser nach innen um, in das Innere der Stadt, verschließt den Zugang von außen und damit trocknet das Kidron-Tal aus. Und wenn die Assyrer kommen, dann finden die draußen kein Wasser. Das heißt, die müssen dann sehen, wo sie ans Wasser kommen, um sich Trinkwasser zu besorgen. Weil das Wasser von Jerusalem bleibt dann innerhalb der Stadt.
Und Hiskia ward getrost und besserte alle Mauern aus, wo sie Lücken hatten, und führte Türme auf und baute da draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Millo an der Stadt Davids und machte viele Waffen und Schilde und setzte Hauptleute über das Kriegsvolk und sammelte sie zu sich auf dem Platz am Tor der Stadt und redete zu ihnen von Herzen und sprach, und redete ihnen zu Herzen und sprach: Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Wenn wir jetzt die nächste Folie anschauen, können wir nochmal eine zurückgehen, Entschuldigung. Genau, die. In diesem Text hieß es, dass Hiskia noch eine andere Mauer baute. Die alte Stadt, die war ja mit einer Mauer geschützt. Diese Siedlung hier, die stand noch ohne Mauer. Und das ist die andere Mauer, die Hiskia baute. Und in dieser Mauer gab es Lücken aus den Kriegen vorher. Sie werden geschlossen. Das heißt, Hiskia baut schon alles so auf, dass die Stadt wehrhaft ist. Und er baut auch noch Waffen und Schilde und überlegt dem Volk, okay, wer wird hier das Kommando führen, wenn es zum Krieg kommt, wo sind die Offiziere und setzt dort diese Leute alles ein. So, und doch versammelt er dann alle Leute und sagt dazu, und ihm ist klar, das, was er hier gemacht hat, ist zwar gut, aber das wird niemals ausreichen gegen die Heeresmacht, die gegen ihn zieht. Und deshalb sagt er, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, keine Panik. Das ist zwar eine sehr große Macht, aber das ist eine menschliche Macht. Wir haben vielleicht eine kleine Macht, aber hinter uns steht einer, der größer ist als alles. Der, der die Erde geschaffen hat, der das alles regiert, der steht hinter uns. Und lasst uns auf ihn schauen und ihm vertrauen, dass er uns hier rettet. So, dann können wir nochmal jetzt zwei Folien weitergehen. Genau, zu diesem Bild. Das ist so, das möchte ich, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen in diese Lage hineinversetzen. Also das ist die Stadt, die Stadtmauer, irgendwo an irgendeiner Stelle. Hier wird zwar gesagt, welche Stelle das ist, aber heute können wir das, glaube ich, nicht genau herausfinden, wo dieser Acker des Walkers war. Wir lesen das mal gleich. Und zwar geht die Geschichte dann eigentlich im Buch des Propheten Jesaja weiter. Und zwei Kapitel. Wir werden natürlich jetzt nicht zwei Kapitel vorlesen, werde ich hier nicht machen, sonst schlafen mir hier die Hälfte der Leute ein. Aber werden da so mal ein paar Blickpunkte reinwerfen, um diese Situation zu verstehen. Die Situation ist tatsächlich folgende: Alle Städte Judas sind eingenommen. Die letzte Stadt, die Assyrer einnehmen, ist Lachisch. Lachisch war die am besten befestigte Stadt. Die hebt sich Sanherib zum Schluss auf, also vor Jerusalem noch. Lachisch liegt auf einem Berg, ganz oben, eine kleine Stadt, deutlich kleiner als Jerusalem. Wir waren da mal gewesen. So, das ist ein recht steiler Berg, da ist schwierig hochzukommen und dann nochmal hohe Mauern. Sehr gute Torbefestigungsanlagen, die besten. Die hat Salomo entworfen und gebaut, sodass durch diese Tore durchzukommen, ist nahezu unmöglich. Sanherib erobert diese Stadt. Er schüttet einen Wall auf und geht über diesen Wall in die Stadt, zerstört die Stadt. Die ist bis heute zerstört, da ist nichts. Und dann schickt er einen
Hiskia macht jetzt an dieser Stelle eine interessante Sache. Er schickt dann, als Lachisch noch nicht, glaube ich, weiß nicht, ob komplett zerstört oder zumindest der Angriff auf die Stadt läuft, schickt er zu dem König Sanherib von Assyrien eine Nachricht und sagt, pass mal auf, tut mir leid, mein Fehler, dumm von mir, ich zahle alles. Sag mir einfach, was du haben willst, ich zahle alles. Ja, lass mich am Leben. König Sanherib sagt, okay, kein Problem. 300 Zentner Silber, 30 Zentner Gold, die Kleinigkeit für mich, dann ist die Sache erledigt. Hiskia kratzt das Geld zusammen. Er holt alles, was er hat, nimmt im Haus Gottes, im Tempel gab es Geschirr aus Gold, der holt das alles raus. Er nimmt sogar die Türen, die vergoldet waren, ins Haus Gottes, nimmt er raus. An den Pfosten gab es Gold, dieses Volk baut er ab. Und um diese 30 Zentner Gold und 300 Zentner Silber zusammenzukratzen. Schickt das alles zu Sanherib. Und Sanherib sagt, April, April, du wirst trotzdem sterben. Damit du weißt, sowas macht man nicht mit mir. Tributzahlungen werden regelmäßig immer von allen gezahlt. Du wirst es zwar nicht lernen, aber alle anderen werden lernen, dass das mit mir nicht geht. Und er lässt nicht ab. Will Jerusalem zerstören. Und dann schickt er einen Mann, der Rabschake genannt wird, nach Israel. Also nicht nach Israel, sondern nach Jerusalem, zu der Stadt hin. Und er kommt vor die Stadt und wir lesen das mal hier in diesem Jesaja 36. Und der König von Assyrien sandte den Rabschake von Lachisch nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit großer Heeresmacht. Und er trat hin an die Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße bei dem Acker des Walkers. Und es kam zu ihm heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebner und der Kanzler Joach, der Sohn Asaph. So, stellen wir uns das mal vor, hier vorne, das ist außerhalb der Stadt, hier lagert sich eine riesige Heeresmacht. Die Assyrer kommen, die mit diesen geflochtenen Bärten, bewaffnet bis an die Zähne, stellen sich vor die Stadt hin. Oben auf der Mauer stehen die jüdischen Verteidiger. Und dann kommt der Rabschake vorne vor das Tor und aus dem Tor heraus kommen drei Vertreter des Volks. Der Kanzler, der Schreiber und der Hofmeister. Und der Rabschake sprach zu ihnen, ja, er fängt dann eine Rede an und er sagt, sag doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abgefallen bist? Verlässt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohrt? So, er sagt, pass mal auf, worauf verlasst ihr euch eigentlich? Hofft ihr, dass die Ägypter euch zu Hilfe kommen? Die Typen, die fallen euch in den Rücken. Worauf verlasst ihr euch? Willst du mir aber sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist er nicht dasselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgetan hat zu Juda und Jerusalem und gesagt hat, nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten? Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben. Lass sehen, ob du Reiter dazu stellen kannst. Er sagt, du verlässt dich auf den Herrn. Du hast doch die Altäre alle zerstört. Du hast einen einzigen Altar übrig gelassen, auf dem man anbeten soll. Und du verlässt dich auf den? Komm her, wir machen eine Wette. Ja, wir werden gegeneinander kämpfen und ich gebe euch noch 2000 Pferde. Wenn ihr genug Reiter für diese Pferde findet, dann habt ihr noch mal eine Kavallerie, um gegen mich zu kämpfen. So, hier können wir vielleicht noch mal. Hier sagt er, Ein Token später sagt er, meinst du denn, dass ich ohne den Herrn heraufgezogen bin, in dieses Land es zu verderben? Ja, der Herr sprach zu mir, zieh hinauf in dieses Land und verdirbt es. So, und das, was wir hier als Herrn lesen, da gebraucht er wirklich den Namen Gottes, Jahwe. Er sagt, Jahwe hat mir befohlen, zieh in dieses Land und verdirbt es. Und hier zeigen wir, in Jerusalem gibt es Spione. Spione, die genau wissen, wie sie aufgestellt sind, wie viel Kavallerie und Reiter sie haben, Wissen von Gott, Wissen von den Altären, der ist sehr, sehr gut informiert, der Rabschake. Und jetzt stellt er eine Behauptung auf und sagt dazu, Freunde, ihr denkt, dass euer Gott, der Gott Jahwe, euch beschützen wird?
Der Gott Jahwe ist mit uns und nicht mit euch. Der hat nämlich uns befohlen, hierher zu ziehen und alles zu zerstören. Da sprachen Eliakim und Schebner und Joach zu Rabschake: Rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen's. Und rede nicht Hebräisch mit uns vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer steht. So, die sagen zu ihm: Sag mal, pass auf, lass uns auf Aramäisch reden. Das ist so die Amtssprache der Assyrer gewesen und nicht Hebräisch. Wir verstehen Aramäisch auch. Du kannst einfach in deiner Sprache reden, musst nicht in unserer Sprache reden. Keine Ahnung, ob der Rabschake sich nicht so gewählt auf Hebräisch ausgedrückt hat, aber die bieten ihm das an, sag mal. So, wobei, die bieten es aus einem anderen Grund an, den Rabschake natürlich sofort durchschaut. Und er sagt dann: Meinst du, dass mein Herr mich nur zu deinem Herrn oder zu dir gesandt hat, solche Worte zu reden? Und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen und mit euch ihren eigenen Kot fressen und ihren Hahn saufen werden? Und der Rabschake trat hin und rief laut auf Hebräisch und sprach. So, die sagen ihm zu ihm: Komm, lass uns auf Aramäisch reden. Deine Sprache, wir verstehen ja auch alles, okay? Der sagt: Hä, warte mal ganz kurz. Ihr denkt, ich bin hergekommen, mit euch zu reden? Ich bin hergekommen, mit all den Männern da oben zu reden. Wir werden euch belagern. Ihr werdet nichts zu essen und nichts zu trinken haben und werdet euren eigenen Kot und euren eigenen Hahn trinken, saufen. Und dann fängt er an, eine Rede zu dem ganzen Volk. Laut, in der Sprache des Volkes, dass jeder ihn auf der Mauer versteht. Und er sagt: Hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er kann euch nicht erretten. Und lasst euch von Hiskia nicht verleiten, auf den Herrn zu vertrauen, wenn er sagt: Der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia. Denn so spricht der König von Assyrien: Nimmt meine Gnade an und kommt zu mir heraus, so soll ein jeder von euch von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und aus seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das wie euer Land ist, ein Land, darin Korn und Wein ist, ein Land, darin Brot und Weinberge sind. Lasst euch von Hiskia nicht bereden, wenn er sagt, der Herr wird euch erretten. So, er bietet ihnen Gnade an, sagt: Pass mal auf, machen wir keinen Krieg, ihr kommt einfach zu uns raus. Wir bringen euch an einen anderen Ort, so wie das im Nordreich gewesen ist. Kein Problem. Und glaubt nicht, was Hiskia sagt. Hiskia betrügt euch, wenn er sagt: Verlasst euch auf den Herrn, denn euer Gott wird euch nicht retten. Und jetzt legt er nochmal eine Schippe drauf. Und er sagt: Hat auch nur einer der Götter der anderen Völker sein Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Welcher unter allen Göttern dieses Landes hat sein Land errettet aus meiner Hand, dass Jahwe Jerusalem erretten sollte aus meiner Hand? Und jetzt stellt er den Gott Israels gleich all den anderen Göttern und sagt: Hör zu, Freunde, guckt euch an, alle Völker haben sich auf ihre Götter verlassen, sind alle verlassen worden. Und wenn ihr euch auf Jahwe verlässt, seid ihr auch verlassen, weil gegen uns habt ihr keine Chance. Wenn wir herkommen, ist es aus mit euch. Sie schwiegen aber still und antworteten ihm nichts, denn der König hatte geboten, antwortet ihm nichts. So, und so standen die Männer auf der Mauer, keine Ahnung, was sie gefühlt haben, keine Ahnung, ob in ihnen Zweifel hochgekommen sind, als sie diese Heeresmacht gesehen haben, als sie verstanden haben, dass die Stadt, die viel, viel besser befestigt ist, Lachisch, eigentlich keine Chance hat. Keine Ahnung, ob sie überlegt haben, vielleicht sollten wir aufgeben. Als aber der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte den Sack an und ging in das Haus des Herrn. Hiskia versteht auch, steht da, hört diese Rede und weiß auch, wenn uns Gott nicht hilft, ist es aus. Es ist aus mit diesem ganzen Volk. Und Hiskia geht in den Tempel und betet dort. Und er betet dort, zwischendurch passiert nochmal so eine kleine Geschichte, das heißt, ein anderes Reich fällt ab, Sanherib zieht dahin, macht das Reich erstmal platt und schickt da einen Brief zu Hiskia, wo er nochmal die gleichen Worte ungefähr sagt und sagt: Dazu, verlass dich nicht auf den Herrn, ihr habt eh keine Chance, kommt, ergebt euch. So, und Hiskia bringt diesen Brief auch in den Tempel und betet zu Gott. Und er betet ein längeres Gebet und ich möchte einfach nur den Schluss
lesen hier von Vers 20. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erfahren, dass du allein der Herr bist. Hiskias Gebet ist, Herr, du bist allein unsere Hoffnung. Und hier, zeig doch bitte deine Größe und Majestät. Rette uns doch vor diesem König und vor dieser Heeresmacht, die vor uns liegt und hier kommen will und uns umbringen will. Und erzeige dich doch als der Große, als der Mächtige, als der gewaltige Gott, der allein Gott ist. Und dann kommt Prophet Jesaja. Und Jesaja spricht ein Trostwort. Und als Prophet spricht er in die Zukunft und sagt, so und so wird das sein und du brauchst keine Angst haben. Und wir lesen das hier in dem 33. Vers, den Schluss von der Ansprache, die Jesaja dann an Hiskia gibt. Und er sagt, darum spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese Stadt kommen und soll auch keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie vorrücken. Er soll keinen Wall gegen sie aufschütten, sondern auf dem Wege, den er gekommen ist, soll er zurückkehren und nicht in diese Stadt kommen, spricht der Herr. Denn ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und hier gibt es eine interessante, kleine Sache. Er sagt, er soll nicht in diese Stadt kommen und soll auch keinen Pfeil hineinschießen. Und in Jerusalem gibt es sehr, sehr viele Ausgrabungen, gab es in der Vergangenheit und gibt es bis heute. Und das, was sie in Jerusalem nicht gefunden haben, sind assyrische Pfeilspitzen. Ja, sie haben römische Pfeilspitzen gefunden, sie haben babylonische Pfeilspitzen gefunden, alle möglichen Pfeilspitzen gefunden, aber keine assyrischen. Zwei assyrische Pfeilspitzen haben sie gefunden, vor der Stadt. Ja, als sie die Stadtmauer ausgegraben haben, vor der Stadtmauer haben sie zwei assyrische Pfeilspitzen gefunden. Gott sagt, sie sollen nicht einen Pfeil in diese Stadt schießen. Bis heute haben wir nicht den Beweis dafür gefunden, dass ein Pfeil in die Stadt geschossen wurde. Er gibt Hiskia diese Zusicherung. Und dann kommt Sanherib, lagert sich, umringt die Stadt, belagert die Stadt, bereitet sich vor, baut Ramböcke, baut Katapulte, was auch immer sie dort für Anlagen hatten, bereitet vor, den Wall aufzuschütten. Ja, einen Wall, wir haben also eine Rampe gebaut gegen die Mauer, um dann auf die Mauer zu laufen mit ganz, ganz vielen Leuten, um dann die Mauer einzunehmen. Aber Jesaja, ja, interessant, in den beiden Büchern Chronik und Könige, wenn diese Geschichte geschrieben wird, steht nur, dass Sanherib nichts gemacht hat und zurückgezogen ist. Prophet Jesaja schreibt uns warum. Da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf, zog ab, kehrte zurück und blieb zu Ninive. Es begab sich aber, als er anbetete im Hause Nisroch seines Gottes, erschlugen ihn seine Söhne, Adrammelech und Sirezer, mit dem Schwert und sie flohen ins Land Ararat. Und sein Sohn Asarhadon wurde König an seiner Stadt. Die bereiten alles vor und dann schickt Gott einen Engel, einen einzigen. Der tötet in einer Nacht 185.000 Mann. Und hier bekommt König Sanherib Angst. Hier erst versteht er, hoppla, hier gibt es etwas, das mir zu groß ist. Und er lässt die Stadt Jerusalem, bricht alle Zelte ab, zieht zurück nach Ninive. Hier wird nochmal berichtet, dass er dann in Ninive von seinen Söhnen erschlagen wird. Wieder in den Ausgrabungen haben die so ein Tonsechseck gefunden, auf dem so die großen Taten von Sanherib beschrieben stehen. Und dort gibt es so eine kleine Stelle, der sagt, ich habe den König Hiskia wie einen Vogel im Käfig gehabt.
Ja, er hat alles andere drumherum platt gemacht, nur noch Jerusalem ist geblieben und er war gefangen in Jerusalem, konnte nicht raus. Und dann hört die Geschichte dort auf. Also über die Könige wurde ja nie was Schlechtes berichtet. Er hat nie eine Schlacht verloren, also in all den Chroniken der Könige. Das ist ein großer Unterschied zur Bibel. In der Bibel wird alles berichtet, die Siege und die Niederlagen. Aber in der damaligen Geschichtsschreibung wurde über die Könige nur die Siege berichtet. Und so wird diese Niederlage nicht berichtet. Wird nur gesagt, er hielt den König wie einen Vogel im Käfig, aber dass er ihn da rausgeholt hat, steht da nicht. Und so endet diese Geschichte. Ist das ein Happy End? Das habe ich viele Jahre gedacht. Und dann habe ich eine Stelle gefunden. Und das ist ein Punkt, und das ist so ein bisschen die Lehre aus der Geschichte, die wir gleich dahin ziehen werden, an dem, was wir am Anfang gesagt haben. Und zwar im 22. Kapitel von Jesaja, eigentlich vor dem Bericht von dem, was dort alles geschah, spricht Jesaja als ein Prophet auf die Zukunft und sagt folgende Dinge. Aber ihr schautet zu der Zeit auf die Rüstung im Waldhaus und ihr saht, dass viele Risse, also vielleicht noch mal ein Stück davor, so nahm er Juda jeden Schutz, aber ihr schaute zu der Zeit auf die Rüstungen im Waldhaus. Und ihr saht, dass viele Risse in der Stadt Davids waren und sammeltet das Wasser des unteren Teichs. Ihr zähltet auch die Häuser Jerusalem und bracht sie ab, um die Mauer zu befestigen und machtet ein Becken zwischen beiden Mauern für das Wasser des alten Teiches. Doch ihr schautet nicht auf den, der solches tut und saht nicht auf den, der solches schafft von Ferne her. Jesaja beschreibt hier genau die Situation. Die bauen eine Mauer. Die bessern die Risse in der Mauer aus. Er sagt, ihr sammelt das Teich zwischen den Mauern. Das heißt, es gab diese alte Mauer, die unten zusammengelaufen ist und an diesem Punkt, wo sie zusammenlaufen ist, fing eine neue Mauer an und genau zwischen diesen beiden Mauern ist der Teich Siloa. Da sammelt ihr das Wasser. Also das heißt, er spricht prophetisch auf das, was da geschieht. Und er sagt, und ihr schautet auf die Rüstungen, die ihr im Waldhaus oder andere Übersetzungen sagen Zeughaus. Das heißt, da, wo man das ganze Waffenarsenal aufbewahrt. Ihr schautet auf diese Rüstungen, aber ihr schautet nicht auf den, der solches schafft von Ferne. Und das ist ein Punkt, wisst ihr, in dieser Geschichte von Jesaja sehen wir immer wieder, dass Jesaja sagt, hört zu, verlasst euch auf den Herrn. Dass Jesaja in all diesen kritischen Situationen zu Gott kommt und sagt, Herr, wenn du nicht hilfst, dann sind wir verloren. Und Gott kommt und hilft. Und Jesaja ist, glaube ich, an dieser Stelle wirklich ehrlich. Aber das, was die Klage, die Hiskia ist an dieser Stelle wirklich ehrlich. Aber die Klage, die Jesaja von Gott heraus über das Volk spricht, ist, ihr habt euch auf euch verlassen. Und wenn wir uns überlegen, was sie da gemacht haben, das ist unbegreiflich. Die haben diesen Tunnel gegraben. Der ist nicht viel größer als ich bin, nicht viel breiter, ungefähr so breit. In Dunkelheit, 800 Meter tief mit kleinen Hammern und Meißeln, mehr hatten sie damals nicht gehabt. Unglaubliche Arbeit, als ich da durch diesen Tunnel gelaufen bin, habe ich gedacht, unwahrscheinlich, wie muss das gewesen sein? Ohne Licht, wir haben Taschenlampen, LED, alles super beleuchtet. Aber damals, ja, mit kleinen Öllampen, sie haben die Mauer gebaut. Vielleicht das Bild, das habe ich in Jerusalem gemacht, das ist die Mauer, die Hiskia baute. Das ist das Stadtinnere, das ist außerhalb der Stadt. Hier gibt es ein Haus, das abgebrochen wurde. Und Jesaja sagt, ihr zähltet die Häuser. Das heißt, die haben überlegt, okay, wo ziehen wir die Mauer? Und da gab es ein paar Häuser, die waren außerhalb. Okay, dann bauen wir die Häuser kaputt, nehmen die Steine dafür, um die Mauer zu bauen. Das, was Jesaja hier prophezeit, finden wir genauso, wie das hier in der Bibel steht. Und er sagt, ihr habt euch nicht auf Gott, ihr habt euch auf das, was ihr geschaffen habt, verlassen. Und das ist eine Gefahr und das ist die Lehre, die wir aus dieser Geschichte ziehen können. Schaut, wir können als Christen etwas aufweisen. Wir können etwas für den Herrn tun. Ich kann hier stehen und sagen, ich habe hier die Predigt gehalten. Ich habe
alles gegeben. In der Vorbereitung und jetzt hier hinter der Kanzel. So, und jeder, der einen Dienst tut, kann sagen, ich habe alles gegeben. Aber wir müssen verstehen, obwohl wir alles gegeben haben, ist es nichts, wenn Gott nicht da ist und wirkt. Ich kann hier reden und ihr habt ein gutes Gefühl und geht nach Hause, weil ich kann nichts bewirken. Aber wenn Gott dieses Wort lebendig macht, dann wird dieses Wort eine bleibende Wirkung in Herzen hinterlassen. Und das kann ich nicht tun, das kann nur er tun. Und deshalb ist dieser Blick zu sagen, schau, ich habe alles getan und doch bin ich ein unnützer Knecht. Im Jesaja 40. Kapitel, ich werde das nicht mehr lesen, da gibt es auch so eine Geschichte, und dass ich die gelesen habe, ist mir plötzlich groß geworden. Es gibt im Gottesreich ein Prinzip. Und ich nenne das das Prinzip der Unfähigkeit. Es ist nämlich so, wenn ich ein guter Chef bin und meine Leute habe, dann kenne ich meine Leute, weiß, was ihre Stärken und Schwächen sind. Und wenn da jetzt jemand ist, der etwas gut kann, dann gebe ich ihm immer eine Aufgabe, die ein bisschen über dem liegt, was er kann, damit er sich streckt, damit er wächst, damit er sich entwickelt. Gott macht das nicht so. Gott gibt uns eine Aufgabe und das ist unsere Fähigkeit. Die Aufgabe, die Gott uns gibt, liegt immer so weit drüber. Er gibt uns nicht eine Aufgabe, die ein bisschen über unseren Fähigkeiten liegt. Die liegt außerhalb unserer Fähigkeit. Ich bin Jugendleiter, ich habe eine Jugend, ich kann in diesen jungen Menschen mit all meinen Fähigkeiten nichts bewirken. Wenn Gott nicht kommt und wenn Gott nicht anfängt zu arbeiten, ist es vergeblich. Ich kann alles Mögliche machen, alles auf den Kopf stellen. Wenn Gott nicht hilft, wird das nichts Bleibendes, nichts Ewiges entstehen in den Herzen dieser jungen Leute. Und ich muss mir bewusst sein, ich habe eine Aufgabe, aber ich kann es nicht. So wie Hiskia das war. Und nichts, das heißt aber nicht, dass ich meine Hände in den Schoß lege und sage, okay, ich kann es nicht, also muss Gott das machen. Sondern unser Auftrag ist, alles zu geben. Den Auftrag, den wir haben, ob wir hier Musik machen, ob wir hinter der Kanzel stehen und mit den Kindern sind oder irgendetwas tun, was niemand sieht. Unser Auftrag ist, alles zu geben und zu wissen, dass es alles von der Gnade Gottes abhängt. Und so ist dieser Vers zu verstehen, dass ich sagen kann, obwohl ich alles gegeben habe, ich bin ein unnützer Knecht. Und das ist der Punkt. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir schuldig waren. Und Gott gibt uns diese Aufgaben deshalb, damit auch ihm alle Ehre gebührt. Dass niemand sagen kann, pass auf, ich habe es gemacht. Sondern dass wir immer sagen, ihm allein, dem Ewigen, kann man die letzte Folie sehen? Ihm, dem einzigen und wahren Gott, sei durch Jesus Christus die Ehre in Ewigkeit. Und das ist die Haltung, die sich hinter diesem Wort verbirgt, wir sind unnütze Knechte. Dass wir sehen, obwohl wir den Auftrag haben, obwohl wir alles geben können und sollen, dass wir immer auf ihn schauen und die Ehre nicht uns geben, sondern ihm. Denn ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen.